Fahren Sie bitte auf das Hauptgeläuf. Bitte eindrehen. Eins, zwei, ab. Das Finale Deutscher Amateurmeisterschaft 2010 ist gestartet. Einen blendenden Start hat Aliens Kiss. Der hat seine 40 Meter schon aufgeholt. Dagegen machten Jamaika Diamant und Winning Love Rumpler die Führung bei Medofushi. Medofushi vor German Bellini. Zilean EMC rumpelte von außen, kommt Barbara N. Dahinter Let the Music Play. Der Favorit in vierter Position. Aber Medofushi hat das Kommando und führt. In der zweiten Position außen Barbara N. Innen German Bellini. In der vierten Position Let the Music Play, der geht in die dritte Spur. Die erste Zwischenzeit ist 17:8 auf dem Vormarsch. Der Favorit, Let the Music Play, kommt voran. In der Mitte geht Barbara N. In drei Taktspuren vor den Tribünen an der Spitze. Medofushi außen, Let the Music Play. Dahinter Barbara N. German Bellini an der Innenkante. Dann Zielen EMC. Wings of Crown noch sehr gut abgekommen. Dann Hail Berry, Royal Justina. Dahinter schon Aliens Kiss, Ian Diamant. Dann Jamaika Diamant und Winning Love. Vor den Tribünen geht's auf die Schlussrunde. Die Zwischenzeit ist 16:5. Medofushi außen, Let the Music Play. Innen German Bellini, dann Barbara N. Zillian EMC an der Innenkante. Außen Rings of Crown, Royal Justina. Innen Hail Berry, das Feld ist dichter zusammengerückt. Aliens Kiss, Ian Diamant. Dann Winning Love. Im Digibet.de Bogen, das Tempo ist ruhig. Vorne Medofushi mit Marian Tux. Tux außen, Let the Music Play mit Rita Dres. Drückt auf die Fahrt. Das sind die beiden Fall-Off-Sieger. Außen der Favorit, Let the Music Play mit Rita Dres. Die Zwischenzeit ist 18:0. Und Mitte gegenüber, das Tempo wird schneller vorne. Medofushi und außen, Let the Music Play. Innen German Bellini, Winning Love wieder mit einem Fehler. Dann Barbara N. muss die Nummer 11 dahinter wird in dritter Spur Royal Justina gemacht. Ende gegenüber, das Feld noch einmal dichter geschlossen. Vorne Medofushi, außen, Let the Music Play. Innen German Bellini. Dann geht Barbara N. in die dritte Spur. In der Mitte ist mit von der Partie, sieht auch noch sehr gut aus. Wings of Crown, ganz außen Royal Justina, dicht geschlossen. Wer wird deutscher Amateurmeister 2010? Noch nichts entschieden. Medofushi, Let the Music Play. Dann Barbara N. in der Distanz. Medofushi, es sieht gut aus für Marian Tux. Medofushi, Let the Music Play. Von außen, wer kommt da? Gar keiner. Medofushi ist vorn, der löst sich. Medofushi, Let the Music Play. Der Sieg geht nach Bayern. Marian Tux ist deutscher Amateurmeister 2010. Mit Medofushi vor Let the Music Play, Wings of Crown. Fünfter, wahrscheinlich Ziel in MC. Und vierter, Innen German Bellini, da schauen wir noch einmal. Der deutsche Amateurmeister 2010 heißt Medofushi in der Hand von Marian Tux. Sieger im fünften Rennen, Preis der Dietz Direktsäfte, Deutsche Amateurmeisterschaft 2010. Die Programmnummer 2, Medofushi in der Hand von Marian Tux. Zweiter die 4, Let the Music Play, Rita Dres. Dritter die 9, Wings of Crown, Peter Platzer. Und die Viererwette komplettiert die 5, German Bellini, Heinrich Berger. Fünfter die 6, Zilean EMC. Vorläufig für die Viererwette 2, 4, 9, 5. 2, 4, 9.